Guten Morgen von der Baustelle, vom Chaos. Wie ihr sehen könnt, es ist ein einziges Chaos. Heute geht's los. Movinga kommt jetzt gleich zwischen 7 und 8. Jetzt ist es ungefähr 7:30. Ich bin gespannt. Und ja, das wird alles hoffentlich gut eingepackt und mitgenommen. Draußen habe ich noch ein bisschen Wäsche hängen. Und zwar meine Reitklamotten. Licht geht an. Die habe ich nämlich noch schnell gewaschen gestern. Und die muss ich dann noch runternehmen. Das kommt auch alles mit. Und ja, ich bin super gespannt. Schon alles gut gehen, denke ich. Und schaut mal, schon stehen die ersten Kartons im LKW. Und auch schon mein Bett ist zum Teil da drin. Es geht so schnell, sage ich euch. Ich bin schon gespannt, wann wir fertig sind. Die Wohnung ist fast leer. Nur noch die Schränke stehen hier im Schlafzimmer. Und wenn die weg sind, zeige ich euch nochmal die Wohnung. So schaut das Ganze jetzt aus. Leer war mein Schlafzimmer, hier war der Schrank. Alles leer. Und hier liegt schon der erste Teppich aus meiner alten Wohnung. Yay! Und jetzt wird hier der Schrank aufgebaut. Ich bin so glücklich, sage ich euch. Also das Team von Movinga, Hut ab. Die Jungs sind einfach der Hammer. Jetzt hat mittlerweile das Schlafzimmer aus. Und jetzt werden wir erstmal Mittagessen. Pizza bestellt und für mich indisch. Und was mega cool ist, die Jungs haben hier das Fenster aufgemacht und haben dann darüber die Sachen reingetan. Mega praktisch. Nächster Stand. Hier in meine Küche ziehen gerade alle Kartons ein. Ich habe gesagt, in die Küche am besten. Da habe ich ja am meisten jetzt Platz. Meine Speisekammer schaut schon so aus. Hier links und rechts ist ein Regal. Ich finde das ziemlich praktisch. Kann man so ein paar Kleinigkeiten reinmachen. Da hinten ist dann Platz für Putzzeug, wie zum Beispiel der Staubsauger, der kommt da hinten rein. Und ja, hier habe ich mein Alex, so heißt der, glaube ich, von Ikea. Da mache ich ganz viele Sachen noch rein. Waschmaschine und der Trockner steht, wie ihr sehen könnt. Und was mega cool ist, einer der Jungs, der restauriert so alte Möbel. Und er zeigt mir später, wie ich diesen dreckigen Schminktischstuhl verschöner. Und zwar habe ich jetzt halt hier einen Stoff ausgesucht und habe den jetzt halt auch schon zusammengeschnitten. Und den werden wir dann später da drauf machen. Da bin ich auch schon mega gespannt. Das wird sicherlich richtig cool. Und ja, sonst hat sich noch nicht viel geändert. Außer hier sind jetzt halt ein paar Schranksachen da, wie ihr sehen könnt. Hier kommt ja dann das Bett hin. Und ja, hier seht ihr jetzt schon ein bisschen den Essbereich und hier kommt dann die Couch hin und schon zieht mein Esstisch ein, wie ihr sehen könnt. Juhu! Schaut es euch an. Die Jungs sind so krass, die schleppen und schleppen und schleppen. Und mein Esszimmer kommt. Ja, jetzt kommt der Schminkhocker dran. Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, wie er davor ausgesehen hat, dass der einfach schon super alt ist. Und aha, jetzt bohren wir das erstmal oder schrauben wir das erstmal auf. Dann machen wir jetzt mal eine Seite. Wenn es so fest bleibt, man macht doppelt. Und ta-ta-ta-ta! Schaut mal, wie wunderschön jetzt hat dieser Stuhl ausschaut im Vergleich zu vorher. Es ist doch einfach ein Traum. Einfach ein Mädchentraum. Ich brauche unbedingt so eine Tackermaschine. Ich glaube, ich würde mir ganz oft dann einen neuen Bezug drauf machen. Zuckersüß, sage ich euch. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wie die Wohnung ein bisschen ausschaut. Eine komplette Roomtour werde ich euch dann sozusagen auch noch zeigen, aber jetzt hat hier so ein paar Eindrücke. Ich habe jetzt halt meine ganzen Pflanzen noch aufgestellt
Und hier habt ihr ja schon vorher im Video gesehen, dass ich meinen Sessel hier hingestellt habe. Hier ist die Couch, die hat man noch nicht gesehen. Und den Esstisch hat man auch schon gesehen. Wir haben jetzt dort gerade gefrühstückt und werden jetzt halt gleich in den Tag starten. Jasmin ist ja gerade zu Besuch, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Wir werden nämlich jetzt gleich noch zu Crema fahren und werden ein bisschen shoppen gehen. Und dann zeige ich euch jetzt noch ganz kurz einen kleinen Einblick in die Küche. Und auch hier seht ihr, dass Jasmin zu Besuch ist. Wir waren nämlich einkaufen und haben die Pony Vitor ausgepackt. Und das ist meine Küche. Also da habt ihr davor nur lauter Kisten gesehen. Also es stehen hier noch ein paar, die muss ich noch wegräumen. Aber sonst ist die Küche fertig, wie ihr sehen könnt. Und ich liebe die Küche. Ich bin so happy damit. Und von den Stallmädels, schaut mal, Christina und Julia haben mir diese süßen Bretter hier geschenkt. Die Brotzeitbredel, sind die nicht mega süß? Passen halt auch wieder perfekt zu mir. Und das Glitzer, das finde ich auch richtig süß. Mir reicht es, ich gehe mein Einhorn füttern. Aber dieses hier finde ich besonders süß. Probleme lösen sich immer mit Glitzer. Also das fand ich richtig süß. Da haben sie mir auch noch Brot gebracht und Salz und einen kleinen Basilikum. Natürlich, dir hat das kleine kurze Video gefallen. Jasmin und ich werden jetzt halt gleich für euch ein weiteres Video drehen. Und dafür geht es eben jetzt halt ab zum Crema. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende noch. Und wisst ihr was, ich werde euch mal unten in die Infobox Jasmins Kanal unten reinsetzen. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Da sind zwar nur ältere Videos, aber sie greift wieder an. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.